Hey, was geht ab, Leute? Das ist Jay. Und das ist Ari. Zusammen sind wir Legendary Films. Willkommen zu einer neuen Folge von Filmgeek. Um ein Produkt zu vermarkten, greifen Unternehmen des Öfteren zu provokanten Methoden, wie beispielsweise dem Sexappeal einer Frau. Und manchmal schlagen gewisse Methoden etwas tiefer unter die Gürtellinie als manch andere, so auch rassistische Werbung, weshalb wir euch welche davon vorstellen werden. Übrigens ist es uns klar, dass einige dieser Werbungen eigentlich gar keine rassistische Intention hatten, aber unglücklicherweise dennoch so aufgefasst werden können. Und wie auch beim letzten Mal, wollten wir euch daran erinnern, dass die Hautfarbe, Herkunft oder Religion eines Menschen nichts über dessen Charakter oder Wertigkeit aussagen. Also statt euch in den Kommentaren darüber in die Haare zu kriegen, schneidet euch lieber eine Glatze. Oder du wolltest du dich in den... Nein, ich... Wir beginnen mit einer Werbung des Fastfood-Restaurants KFC. Need a tip when you're stuck in an awkward situation? Too easy. KFC's crowd pleaser. A huge variety of delicious chicken and plenty of tasty sides. Okay, was zum panierten Hühnchen ist da gerade passiert? Die Werbung spielt sich ja bei einem Sportevent ab, bei dem dieser weiße Typ hier etwas genervt zwischen sonst nur schwarzen Fans sitzt, die alle am Jubeln und Ausrasten sind. Und daraufhin sagt er dann: Need a tip when you're stuck in an awkward situation? Was übersetzt so viel heißt wie: Braucht ihr einen Tipp, wenn ihr in einer merkwürdigen Situation seid? Naja, und dann holt er einen Eimer mit KFC-Hähnchen raus und verteilt das an die anderen Fans, worauf sie alle wieder gechillt und ruhig sind und er entspannt das Spiel weiterverfolgen kann. Und dann einfach nur... Too easy. Too easy. Mann. Okay, das wirkt schon heavy, aber es gibt da anscheinend einen Hintergrund. Rassistisch wurde diese Werbung aufgrund des Stereotyps aufgefasst, dass angeblich alle Afroamerikaner Chicken mögen und dass dieses Stereotyp von einigen auch auf generell Schwarze übertragen wurde. Dabei war das aber wahrscheinlich einfach nur ein unglücklicher Zufall. Dieses Vorurteil stammt nämlich aus den USA und ist dort auch am meisten verbreitet, aber diese Werbung ist eigentlich aus Australien, wo es diesen Vorurteil nicht wirklich gibt. Deshalb waren auch viele Leute im Internet der Meinung, dass die von vielen als rassistisch aufgefasste Message gar nicht so rassistisch gemeint war. Laut so einigen australischen Zuschauern wollte nämlich die Werbung viel eher darauf hinaus, dass der Mann auf der falschen Seite, also auf der Seite des gegnerischen Teams, saß, weshalb das Ganze eine merkwürdige Situation für ihn darstellte, welche er dann mit einer freundlichen Geste auflockern wollte. Was dann halt in diesem Fall ein Bucket Hähnchen war. Und ein Eimer Chicken ist halt keine unnette Geste. Es sei denn, man ist Vegetarier, dann nicht. Oder vegan. Oder vegan. Oder... Nicht Hähnchenliebhaber. Oder Hähnchenliebhaber. Also Hähnchenliebhaber. Nein. Oh! Nichtsdestotrotz wollten wir euch diese Werbung trotzdem zeigen, weil man halt, wenn man den Hintergrund nicht kennt, trotzdem ziemlich schockiert davon sein kann. Aber jetzt wisst ihr Bescheid. Weiter geht es mit einer Werbung für eine Art Götterspeise, nämlich Jell-O. Jell-O tonight. Back to present small Chinese type baby waiting for dessert. Chinese mother bling baby Jell-O. Famous Western delicacy. Poor Chinese baby. He unable to tell if this Jell-O is strawberry, raspberry, jelly, orange, lemon, lime, apple, black raspberry, black jelly or grape. Okay, warte. Warte. Wir fassen nochmal ganz kurz zusammen, was gerade hier passiert ist. Zuallererst haben wir irgendeinen random Erzähler, der aus unerklärlichen Gründen mit einem pseudo-chinesischen Akzent redet. Und dann hätten wir hier noch ein, und ich zitiere, poor Chinese baby, das hier gerade auf seinen Nachtisch wartet. Aber ey, zum Glück bringt ihm Chinese Mommy eine westliche Delikatesse. Okay. Okay. Jell-O gum in all 10 flavors. Poor Chinese baby. What the fuck, bro? What the fuck? Klar, die armen Chinesen können ja nichts mit ihren Stäbchen essen. Aber hey, zum Glück ist die Lösung auf dem Weg. But Chinese mother bling baby, great western invention, spoon. Spoon was invented for eating Jell-O. Baby fine, this is grape Jell-O. Deep, dark, delicious new flavor. Ach, das Baby sollte echt dankbar sein für diese fortschrittliche westliche Erfindung. Jetzt kann es endlich die westliche Nachspeise verzehren, dank der westlichen Technologie, die die Chinesen ja selber nicht haben. Chinese baby very happy. Ach so, und dann wäre noch diese coole Musik zum Schluss. Is pretty good commercial, no? Okay, gut, viele Asiaten haben diese Werbung mit Humor aufgefasst, aber was, glaube ich, am offensivsten empfunden wurde, ist die unterschwellige Aussage, dass Asiaten nicht wirklich fortschrittlich sind und auf eine westliche Erfindung wie einen Löffel angewiesen sind, um essen zu können. Dabei ist der Löffel nicht mal eine westliche Erfindung. Diese gab es bereits nämlich circa 1000 Jahre vor Christus bei den antiken Ägyptern und auch in China, also lange bevor es diese im Westen gab. Außerdem habe ich unzählige asiatische Freunde und Bekannte, die mit Stäbchen schneller essen können als ich mit einem Löffel und einer Gabel zusammen,
was gerade nicht unbedingt für meine Esskünste spricht, aber was ich damit sagen will ist, Asiaten sind nicht unbedingt auf irgendwelche westlichen Erfindungen angewiesen, die nicht mal welche sind, um essen zu können. Aber ja, was will man schon von 60er-Jahre-Werbungen halten? Die waren gerade nicht alle Buenas Noches. Was heißt Buenas Noches? Gute Nacht, Digga. Bei dem nächsten Fall geht es um eine Werbungsreihe von Mountain Dew. Diese handeln von einer Ziege, welche Mountain Dew trinkt und daraufhin super aggressiv wird, eine Kellnerin verprügelt, von der Polizei flüchtet und schließlich gefangen genommen wird. Und die dritte und letzte Werbung dieser Reihe sorgte dabei teilweise für etwas sehr große Empörungen. In dieser Werbung sieht man nämlich die von der Ziege verprügelten Kellnerin, welche bei der Polizei ist, um auszusagen, wer der Verantwortliche für ihre Verletzungen ist. Und zur Auswahl stehen dabei die Ziege und drei weitere schwarze Verbrecher. Ihr könnt es euch bestimmt schon denken, aber viele haben sich durch diese Werbung ziemlich angegriffen gefühlt und sie auch als sehr stark rassistisch empfunden, da sie das Vorurteil bestärke, dass die meisten bzw. viele Schwarze Verbrecher seien. Was natürlich kompletter Mumpitz ist. Mumpitz! Mumpitz. This ad is destructive because it further pushes forward the stereotype of black men as being violent criminals. Das Ding an dieser Geschichte ist aber, dass diese Werbungen von niemand anderem als Tyler the Creator, einem afroamerikanischen Rapper nigerianischer Herkunft, kreiert wurden, beziehungsweise er dabei Regie führte. Trotz alledem zog Mountain Dew diese Werbung aus dem Verkehr und entschuldigte sich offiziell dafür. Tylers Publizisten teilten außerdem ABC News mit, dass es niemals seine Absicht war, jemanden anzugreifen. Für die, die den Rapper kennen und respektieren, sei es klar, dass Tyler gerne Grenzen überschreitet und Stereotypen mit Humor aufgreift. Und viele Zuschauer, darunter auch viele Schwarze, hielten die Reaktionen auf diese Werbung für zu überzogen. Ihr seht, man kann immer über dasselbe Thema verschiedene Ansichten haben und auch verschieden empfindlich darauf reagieren, und nur wenn man selbst etwas nicht unbedingt als beleidigend empfindet, heißt das nicht unbedingt, dass andere das genauso sehen. Das war Jay Samuels Late Night Real Talk. Schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Jay Samuels Real Talk. Weiter geht es mit der wohl wahrscheinlich krassesten Werbung in unserer Liste, nämlich einen Spot für die chinesische Waschmittelmarke Kiaobi. Obi-Wan Kiaobi? Die Werbung sorgte kürzlich für so viel Aufsehen, dass es einmal eine ganze Runde quer durch das Internet machte, von Facebook über Instagram zu YouTube und sogar vielleicht MySpace? In dieser Werbung geht es um einen mit Farbe bekleckerten schwarzen Mann, welcher versucht, eine Frau anzuflirten, die gerade die Wäsche macht. Soweit eigentlich noch alles im grünen Bereich, würde nicht das Folgende passieren. Was macht die da? Macht man das neuerdings so, wenn man angeflirtet wird? Dem Mann eine Ladung Waschmittel in den Mund und ab mit ihm in die Waschmaschine? Aber nein, das ist noch nicht alles. Es geht noch weiter. Es geht noch weiter. Oh no, 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 no. No! 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 Der Typ kommt nach der Wäsche einfach als Asiate wieder raus? Und plötzlich findet ihn die Dame auf einmal um einiges attraktiver? Was immer ihr auch damit aussagen wolltet, das kam auf jeden Fall nicht so nice rüber, wie ihr es euch gedacht habt. Das Ganze ist übrigens ein umgekehrtes Rip-Off einer 10 Jahre alten italienischen Waschmittelwerbung, wo dasselbe bloß umgekehrt passiert. Eine Frau wäscht Wäsche, weißer, für sie scheinbar unattraktiver Mann flirtet sie an, sie steckt ihn samt Waschmittel in die Waschmaschine und voilà kommt ein gut aussehender, muskulöser, schwarzer Mann raus, begleitet von Hip-Hop-Musik und dem Schriftzug Colored is better. Oh, oh God, oh man, oh God, oh man, oh God, oh man. Das ist natürlich genauso rassistisch wie die asiatische Version und ihr seht, Rassismus funktioniert in allen Richtungen und kann Menschen jeder Hautfarbe angreifen und verletzen. So be careful what you say, yo. Be careful. Falls ihr jetzt noch vier weitere rassistische Werbungen sehen wollt, dann checkt auf jeden Fall mal den Link in der Videobeschreibung oder ihr könnt auch oben auf die Infocard klicken. Und jetzt seid ihr mal übrigens an der Reihe und könnt etwas Liebe in den Kommentaren hinterlassen, um die ganze Negativität zu diesem Thema zu verdrängen. Vielleicht einfach den Hashtag WeAreHuman in die Kommentare reinschreiben, um zu zeigen, egal welcher Herkunft, Hautfarbe oder Religion wir sind alle Menschen, wir sind alle gleichwertig, alle cool und Love, Peace und Chicken. Nein? Peace. Chicken is nice.